Herzlich willkommen bei solero.ca, deinem Online-Shop für Büroergonomie im Homeoffice und geschäftlichen Bereich. Ich bin Joel Steinmann, Inhaber von solero.ca und möchte dir heute etwas über Bürotische für Homeoffices erzählen. Aktuell in sozialen Medien sieht man überall Menschen, die an Bügelbrettern ihren Arbeitsplatz eingerichtet haben. Das sieht witzig aus, muss ich ja auch lachen darüber, ich finde das auch lustig. Allerdings aus ergonomischer Sicht ist es mäßig sinnvoll. Erstens, dein Bügelbrett hat nur eine beschränkte Tiefe. Das heißt, dein Arbeitsplatz hat schon mal zu wenig Platz, um dich gesund an diesem Bügelbrett zu platzieren. Das heißt, Folge wird sein, dass deine Arme herunterhängen oder so sind, dass deine Hände nicht richtig platziert werden können, dass du eine krumme Haltung einnimmst, weil du wahrscheinlich am Laptop arbeitest und dann eine geneigte Haltung hast, vielleicht sogar noch einen Rundrücken. Die Probleme sind sehr, sehr grenzenlos, mehr oder weniger. Zusätzlich ist ein Bügelbrett mäßig stabil. Die Gefahr, dass etwas umfällt, ist sehr, sehr hoch. Und deshalb würde ich abraten, für über eine längere Zeit am Bügelbrett zu arbeiten. Temporär macht das Sinn, aber versuch dir zu überlegen, und da sind wir schon bei der Investition, wie sieht deine Zukunft aus? Arbeitest du künftig mehr im Homeoffice oder jetzt wirklich nur temporär? Das ist eine zentrale Frage. Wie viel Zeit verbringst du in deinem Homeoffice? Ist es 2-3 Stunden pro Tag oder sind es eher 8 Stunden pro Tag über eine kurze Zeit, wie aktuell? Oder wird es langfristige Änderungen geben, wo du vielleicht dein Homeoffice wirklich zu deinem Office umgestalten kannst? Das sind Unterschiede. Da musst du auch achten, welches Produkt das du nimmst. Die günstigeren Produkte sind eher für den kurzen Gebrauch gedacht. Die teureren Produkte so ab 1000, 1300, 1400 Franken aufwärts. Für den Profibereich 5, 6, 7 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche. Das sind so die großen Unterschiede. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du kaufst dir einen neuen Tisch. Das wäre die preisintensivere Variante meist. Und die zweite Variante, und das würde ich dir vorschlagen, wäre einen Umbau. Das heißt, vielleicht hast du schon einen Arbeitsplatz zu Hause, der ist einfach fix, irgendwo eine Platte drauf, keine Ahnung, wie das aussieht. Und du könntest unter diese bestehende Tischplatte einfach ein neues Gestell darunter bauen. Neue Beine sozusagen, die elektrisch oder mit Gasdruckfeder betrieben höhenverstellbar wären. Das bietet viele, viele Möglichkeiten. Erstens ist es umweltfreundlicher, weil du deine Beine höchstwahrscheinlich recyceln kannst. Die sind aus Stahl, Aluminium, was weiß ich. Da freut sich der Entsorgungshof darüber. Und du musst die Platte nicht neu kaufen. Das heißt, die Investition ist auch tiefer. Jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten von, ich rede jetzt mal bewusst nur über Tischgestelle, weil ich das gleichzeitig auch auf die Bürotische allgemein beziehe. Die Funktion liegt ja in den Beinen und nicht in der Tischplatte. Also, was hast du für Unterschiede bei Gestellen? Erstens gibt es Einfachteleskop, Doppelteleskop und Trioteleskop Tischgestelle. Das heißt, die sind unterschiedlich hoch einstellbar. Wenn du jetzt über 2 Meter groß bist oder über 1,95 groß bist, musst du dir schon mal überlegen, dass du ein relativ großes Tischgestell nimmst, das weit nach oben kommt, sonst arbeitest du ebenfalls im Stehen wieder nicht gesund. Das gleiche gilt für eine kleine Person. Unter 1,60 musst du ein Gestell haben, das entsprechend weit nach unten kommt. Bei einem Einfachteleskopgestell ist beides nicht möglich. Das heißt, du musst schon ein Doppelteleskopgestell nehmen, das weiter nach unten und weiter nach oben fahren kann. Das ist mal ein primärer Punkt, den du berücksichtigen musst. Dann zweitens, hast du das Bedürfnis, einfach den aktuellen Arbeitsplatz heute zu nutzen, planst aber in der Zukunft irgendwann mal einen breiteren Tisch anzuschaffen, dann würde es sich lohnen, gleich jetzt ein Gestell zu kaufen, das in der Breite verstellbar ist. Weil dann kannst du heute die Tischbreite nutzen, die du hast, dein Gestell so einstellen, dass die aktuelle Tischplatte drauf passt. In einem halben Jahr hast du plötzlich einen 1,80, 2 Meter Tisch, den du haben willst. Und dann kaufst du dir nur die größere Tischplatte, verstellst dann dein bestehendes Tischgestell auf die entsprechende Breite, neue Tischplatte drauf, voilà, und du hast wieder einen höhenverstellbaren Tisch. Und das führt dazu, dass du natürlich weniger Kosten auf die Distanz hinaus hast. Dritter Punkt sind Qualitätsunterschiede, die es gibt. Also wenn du eher ein günstigeres Gestell nimmst, dann ist es eher für den 2-3 Stunden Arbeitstag einzusetzen, maximal. Wenn du ein teureres Gestell hast, das wäre dann eher für
5 Stunden aufwärts pro Tag, 5 Tage die Woche gedacht. Das heißt, Heavy-User sollten sich eher überlegen, ein etwas teureres Gestell anzuschaffen, weil es einfach öfters gebraucht wird und das auch für das ausgelegt ist. Die günstigeren sind vielleicht von einmal am Tag hoch und einmal am Tag wieder runter und das reicht dann auch. Optimal wäre, wenn du einen 8-Stunden-Arbeitstag hast oder mehr, dass du stündlich deine Position des Arbeitens veränderst. Das heißt, eine Stunde sitzende Tätigkeit, dann stehst du kurz auf, schnappst dir einen Tee, einen Kaffee, ein Glas Wasser, was weiß ich, das du nehmen möchtest und dann nimmst du eine Stunde stehende Tätigkeiten wahr. Und dann wechselst du wieder zu sitzen, stehen, sitzen, stehen, sitzen über den ganzen Tag hinweg. Dann hast du regelmäßige Bewegung in deinen Arbeitsalltag integriert. Für diesen Zweck ist dann ein teureres Tischgestell eher ausgelegt, weil es einfach stabiler ist, weil es hochwertiger produziert wurde und weil es mehr verträgt und langlebiger ist. So, dann haben wir diese Punkte abgehakt. Letzte Punkte, Thema Technik und warum gewisse Tischgestelle teurer sind als andere, liegt an Ersatzteilen, Garantien und Zubehör und Verarbeitungsarten. Das sind so die Geschichten. Also wenn ein Gestell aus Chrom ist, kostet es schon mal viermal vieles mehr als eines, das einfach schwarz angemalt ist oder weiß angemalt ist. Da musst du schauen auf die Stabilität. Wenn du einen Tisch kaufst und du hast noch keine Ahnung, welches du kaufen willst, prüfe mal die Stabilität beim Stehen und beim Sitzen. Also beim Sitzen ist ein Tischgestell relativ stabil, weil die Säulen ineinander gefahren sind, entsprechende hohe Stabilität da ist. Wenn der Tisch aber oben ist und du dran stehst, dann rüttel doch mal links und rechts. Jetzt im Bild sieht man, dass es ein bisschen wackelt hier bei mir. Ich habe ein sehr stabiles Tischgestell. Bei günstigen Tischgestellen fühlt sich das an wie auf hoher See. Das heißt, alles wackelt, der Bildschirm fällt schon fast vom Tisch herunter. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das du dir überlegen musst. Ersatzteile habe ich angesprochen. Die teureren Tischgestelle bieten tendenziell die Möglichkeit, Ersatzteile nachzubestellen. Das heißt, du musst nur ein Teil oder die beschädigten Teile austauschen, die halt mal beschädigt sein können nach einigen Jahren. Das ist normal. Es ist kein endliches Produkt, das ewig hält. Also kannst du da Ersatzteile beziehen. Bei günstigeren Gestellen, von wo auch immer, ist das nicht möglich. Sämtliche Gestelle und Tische bei Solero.ch sind selbstverständlich, haben die Möglichkeit für Ersatzteilnachlieferung. Das heißt, dass du nicht den ganzen Tisch ersetzen müsstest. Es bespart dir auch viel, viel mehr Arbeit, als wenn du ein ganzes neues Gestell aufbauen willst. Gut, Thema Zubehör, das wäre auch noch was. Wenn du arbeiten willst, hast du zwei Möglichkeiten zur Höhenverstellung. Entweder du hast das elektrisch oder du hast das Gasdruck betrieben. Unterschied elektrisch-Gasdruck. Elektrisch braucht Strom, Gasdruck logischerweise nicht, ist ein bisschen ökologischer, wobei das elektrische Tischgestell relativ wenig Strom braucht. Zweitens, Belastungen für elektrische Tischgestelle und gasdruckfederbetriebene Gestelle. Bei den elektrischen hast du einfach eine Belastungsobergrenze, die eingehalten werden muss, die du nicht überschreiten solltest. Dafür hast du bis zu dieser Belastungsgrenze maximalen Spielraum. Das heißt, den Tisch interessiert es nicht, ob jetzt heute, wenn die Belastungsgrenze 100 Kilogramm wäre, 90, 80, 70, 50 Kilo drauf sind, am nächsten Tag wieder 100 Kilo. Das spielt dem elektrischen Tischgestell mehr oder weniger keine Rolle, weil es elektrisch hoch und runter fährt. Das ist also entsprechend stabil ausgerichtet auf wechselnde Belastungen. Wenn du ein gasdruckbetriebenes Gestell hast, dann musst du im Vorhinein wissen, wie hoch ist die Belastung. Das heißt, du musst wissen, was für eine Tischplatte kommt drauf, wie schwer ist die, wie groß ist die. Du musst wissen, was für Zubehör, was für ein Computer, was für Material sonst noch auf dem Tisch drauf ist. Das musst du alles einkalkulieren, weil das muss speziell auf die Gasfeder eingestellt werden. Gewisse Tischgestelle lassen sich noch kurbeln und den Widerstand manuell so einstellen, aber primär musst du das vorher wissen. Wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass die Einstellung der Höhe sehr, sehr mühsam sein kann. Zum Beispiel, wenn es zu stark eingestellt ist, musst du mit viel Gewicht raufdrücken, dass du den Tisch überhaupt nach unten bringst. Und in der Umkehrwirkung
bringt dir dann der Tisch mehr oder weniger fast an die Decke, weil er so stark eingestellt ist. Ist es zu leicht eingestellt, ist es genau umgekehrt. Das heißt, das nach oben gehen ist enorm streng, weil der keinen Druck hat von der Gasfeder. Und das nach unten bringen ist so, dass der Tisch mehr oder weniger gleich nach unten fällt, sobald du die Taste bedienst. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dafür ist es ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen ökologischer, weil es keinen Strom braucht. Gut, dann Thema Zubehörbedienung. Bei elektrischen Bürotischen gibt es die Möglichkeit nach einer Auf-Ab-Bedienung. Das wäre die Standardbedienung, wo du einfach hoch und runter fahren kannst. Fertig. Du kannst so eine Sitzhöhe noch definieren, aber mehr liegt da nicht drin. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, das wäre mit einem Speichermodul. Und da kannst du dir verschiedene Tischhöhen einrichten. Das heißt, du kannst sagen, das ist meine Sitzhöhe, das ist meine Stehhöhe und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn du dir nicht merken willst, wo ungefähr deine Stehhöhe und deine Sitzhöhe liegt. Weiteres Zubehör, was du dir überlegen musst, ist, wie viel Kabel, Strom, externe Geräte hast du auf deinem Bürotisch drauf. Dann würde es vielleicht Sinn machen, einen Kabelkanal dazu zu bestellen, damit du eine Elektroleiste gleich unter die Tischplatte montieren kannst und die sauber verstaut ist. Das hat einen großen Vorteil. Alle Kabel auf dem Tisch, zum Beispiel vom Computer, vom Tablet, vom Telefon, vom Smartphone, von der Lampe vielleicht noch, die du auf dem Tisch hast und so weiter und so fort, können dann direkt in diese Kabelleiste eingeführt werden und es fließt nur ein einziges Kabel weg vom Tisch. Das heißt, nicht alle Kabel müssen entsprechend lang sein, wenn der Tisch hoch und runter fährt. Das ist ein großer Vorteil. Weiter würde ich mir überlegen, was hast du für einen Computer? Hast du einen Tower, so einen Klotz, der mehr oder weniger unter dem Tisch steht? Bei einem höhenverstellbaren Tisch ist es meines Erachtens ein absolutes Muss, dass du einen CPU-Halter, einen Computerhalter unter die Tischplatte befestigst. Das ist so ein U-Profil, welches du unter die Tischplatte befestigen kannst und kannst den Tower da reinpflanzen und der fährt dann mit dem Tisch hoch und runter. Hat mehrere Vorteile. Erstens, du brauchst kein extrem langes Kabel zum Monitor. Zweitens, du hast mehr Beinfreiheit, weil er nicht am Boden rumsteht. Und drittens, er verstaubt ein bisschen weniger, weil er eben nicht am Boden steht und weniger Staub drauf fallen kann. Dann gibt es noch ein weiteres Element, das wären zum Beispiel Materialschubladen. Wenn du öfters mal mit Schreibwaren arbeitest an deinem Bürotisch, würde ich mir überlegen, ob du einen Materialauszug unter die Tischplatte setzt. Ich kann das vielleicht mal zeigen. Das wäre sowas. Das heißt, dieses Ding ist unter der Tischplatte befestigt. Da sind meine Stifte drin, die sind immer griffbereit. Wenn ich sie nicht mehr brauche, gebe ich dem einfach einen Stoß und die Stifte verschwinden wieder. Das gibt es in unterschiedlichen Möglichkeiten und Ausführungen, finde ich ein sehr, sehr tolles Tool, um deinen Bürotisch einzurichten. Das wäre so ungefähr das Wichtigste, was du wissen musst über Bürotische, die höhenverstellbar sind. Wenn du noch weitere Fragen hast, die ich jetzt nicht beantwortet habe, freue ich mich über eine E-Mail an shop@solergo.ch oder selbstverständlich in die Kommentare, wo auch immer du dieses Video gerade liest. Ich freue mich, dich kennenzulernen und wünsche dir weiterhin gesundes Arbeiten, an welchem Ort auch immer du gerade arbeitest. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.